Guten Morgen, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute wieder mit einem bedingt neuen Fahrzeug. Nämlich werden wir uns einen der weiteren Le Mans Rennwagen anschauen, die in die Automesse reingekommen sind. Und dabei wird es heute ein bisschen teurer, aber es ist potenziell mein Highlight von diesen vier Fahrzeugen. Nämlich gehen wir dazu wieder mal nach Großbritannien, wie mit dem Jaguar, gehen allerdings 5 Jahre in die vergangene Zukunft, irgendwie in die Richtung, ergibt das bestimmt Sinn, und werden heute uns den Aston Martin DBR1 anschauen, und das ist, finde ich, wahrscheinlich der schönste Wagen aus dem Update. Also für mich wirklich ist das hier so ein traumhaft schönes Aggregat einfach nur. Ich finde ihn richtig geil. Ihr wisst, ich bin allgemein großer Aston Martin Fan, es gibt wenig, was die bisher gebaut haben, was mir nicht gefällt. Ja, und deswegen super geiles Teil einfach nur. Also auch da hat man einfach nur alles richtig gemacht. Ich werde natürlich diesen Wagen hier heute ein bisschen ausfahren, über die Teststrecke bewegen und natürlich dann auch im Tuning später werden wir uns ein bisschen weiter austoben. Vielleicht. Und ja, erstmal von der Bauform. Klar, man erkennt, wir sind immer noch in der ähnlichen Ära wie mit dem C-Type letztes Mal. Allerdings schon so ein bisschen ausgereift, das sag ich mal. Wie wir das auch hier beispielsweise an der Seite dann sehen. Mit den Luftauslässen oder auch einfach allgemein diese etwas geschwungenere Linie, die wir haben. Die Einlässe hier hinten, die Reifen dann nochmal ein bisschen besser runterkühlen mit mehr frischer Luft. Also da ist auf jeden Fall ein Stück Optimierung definitiv zu erkennen. Und das ist, finde ich, dann auch eine sehr coole Sache einfach nur. Wir können auch hier hinten mal die Abdeckung entfernen und sehen, ja, Mittelmotor ist es nicht. Ich weiß, große Überraschung. Aber nein, sehr gut auf jeden Fall, dass wir das machen können. Können auch mal die Haube dann natürlich entfernen und sehen ein wunderschönes Aggregat. Also das ist doch mal ein Motor, Leute. Richtig geil einfach nur. Auch mit dem Motorcode, den wir sehen, das gefällt mir. Das gefällt mir einfach nur. Wir setzen uns rein. Rechte Seite natürlich, klar, ist ein Le Mans Wagen. Und ja, sehen dann auch ein sehr beeindruckend kompliziertes Interieur, muss man einfach mal so sagen. Der Schaltknüppel ist sehr klein, ehrlicherweise. Also da hätte ich ein bisschen Sorge, wenn ich in Rennen fahre, dass ich da irgendwie daneben greife. Aber ich denke mal, die waren damals eh so verrückt, dass die dauerhaft eine Hand am Schaltknüppel hatten. Das wäre für mich jetzt wenig überraschend. Wir starten ihn mal. Ja, Tacho haben wir nicht, wir brauchen nur ein Drehzahlmesser. Wir fahren ein paar Meter mit dem DBR1 und ja, da werde ich euch natürlich ein bisschen was hier zu dem Wagen erzählen. Werden wir hier erstmal dann gleich zu einem Rennen hinfahren. Und ja, wir haben tatsächlich auch gesehen, der Wagen war sehr teuer hier im Spiel. Auch das hat einen Grund, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Erstmal haben wir den Aston Martin DBR1 aus dem Jahre 1958. DB steht für David Brown, welcher Aston Martin nach dem Zweiten Weltkrieg ja vor der Insolvenz gerettet hat, muss man tatsächlich sagen. R dann natürlich für Racing. Und unter der Haube steckt ein 3,0 Liter Rein-Sechszylinder, der sogenannte RB6300 Motor. Und nein, das hat nichts mit Red Bull zu tun, auch wenn das irgendwo wild ist, weil Red Bull und Aston Martin ja auch im Motorsport später dann, 60 Jahre später eine Connection hatten. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das hier natürlich absolut nichts mit zu tun hat. Er spuckt 255 PS aus, wie 335 Newtonmeter Drehmoment auf ein Leergewicht von 875 Kilogramm. Und das hier ist natürlich, wie gesagt, ein Rennwagen gewesen, der auch ein paar Rennen gewonnen hat. Und ja, dementsprechend wurde er dann auch teuer versteigert, 2017 für 22,5 Millionen Dollar wurde einer dieser Wagen hier versteigert. Und das ist eine ordentliche Summe. Das wäre heute mit Inflation umgerechnet 26,2 Millionen Euro. Und deswegen ist er auch hier im Spiel sehr teuer. An der Stelle nochmal der Hinweis, für die, die es vielleicht in der vorletzten Folge nicht mitbekommen haben. Das sind sehr viele Credits. Auch für mich waren das jetzt 10% von dem, was ich habe. Wenn ihr diese Credits gerade nicht habt, dann wartet einfach auf Serie 29. Da bekommt ihr die Wagen alle in der Festival Playlist for free. Also ihr müsst euch die nicht kaufen.
Einfach im Zweifel einen Monat warten, dann bekommt ihr die gratis in der Festival-Playlist. Der Wahl, wie gesagt, hat einige Rennen gewonnen, 1958 unter anderem das 1000-Kilometer-Rennen vom Nürburgring mit Stirling Moss und Jack Brabham am Steuer, zwei absolute Legenden aus dem Motorsport. Und 1959, also das Jahr darauf, kam dann der große Triumph in Le Mans mit Salvadori und Carroll Shelby. Ja, tatsächlich, Carroll Shelby, den wir kennen von Shelby Automotives tatsächlich einfach, also von der Marke, die dann dafür verantwortlich war, für die Cobra beispielsweise ein paar Jahre später, hat in diesem Wagen hier seinen letzten, nicht nur Le Mans-Sieg, sondern seinen letzten Rennsieg abgegeben. Carroll Shelby litt ja an Herzprobleme tatsächlich. Und ja, konnte deswegen das Rennen zwar beenden, aber hat dann auch gesagt, nein, das ist mein letztes. Alles weitere gesundheitsschädlich und dementsprechend ist das hier der letzte Rennwagen einer absoluten Legende der Automobilindustrie. Also Carroll Shelby ist, würde ich sagen, für mich persönlich immer noch auf einem Level mit Leuten wie Enzo Ferrari als Beispiel. Also das sind absolute Legenden dieser Industrie und ja, das hat wahrscheinlich dann auch dazu beigetragen, dass der Wagen nicht so teuer geworden ist, aber letztendlich, was diese Rennerfolge einfach zeigen, ist, dass das ja ein sehr, sehr gutes Fahrzeug war. Und ich finde es auch sehr cool, dass wir ihn hier jetzt in Forza Horizon ausfahren, da ja in 2 Jahren, 2025, ersten Martin auch in die Königsklasse nach Le Mans zurückkehren wird und da dann auch wieder um den Sieg kämpfen wird. Und vielleicht, ganz vielleicht, wird sich da dann auch der Kreis schließen und sie werden den Erfolg, den sie einst eingeholt haben, vielleicht nochmal wiederholen können. Ich würde mich sehr für Aston Martin natürlich freuen. Das wäre eine absolut coole Sache. Jetzt würde ich aber sagen, werden wir den DB1 nehmen. Mal schauen, wie er sich heute so schlägt auf einer Strecke, nämlich auf unserer Teststrecke. Da gehen wir jetzt hin. So steht der Aston Martin DBR1 an der Startlinie, fährt dann los und hat erstmal eine Gedenksekunde und dann fängt er auch an, die Leistung zu generieren und ja, geht dann auch ein bisschen schneller als der Jaguar letztes Mal von 0 auf 100. Der Jaguar hatte allerdings den Vorteil eines etwas besser oder sagen wir etwas kürzer übersetzten Getriebe, was vom Start weg dann natürlich durchaus ein Vorteil ist. So, was merken wir denn jetzt, wenn wir den Wagen fahren? Erstmal merkt man auf jeden Fall, es ist immer noch, ich würde sagen, die gleiche Ära an Le Mans-Rennwagen. Also die Grundcharakteristiken, die du beim Jaguar spürst, die merkst du hier auch nach wie vor. Allerdings sehr viel verfeinert. Also das Fahrwerk ist nochmal deutlich aggressiver, deutlich härter eingestellt. Er lässt sich schön in die Kurven reintragen. Er hat dann auch ein bisschen weniger Untersteuern auf jeden Fall. Lift of Oversee habe ich jetzt gar nicht tatsächlich gemerkt. Was wir beim Jaguar Seat Type ja wirklich gang und gäbe war. Was vielleicht ein Stück weit da liegt, dass wir zumindest hier minimale aerodynamische Komponenten haben. Auch wenn das im Verhältnis zu, sagen wir, 10 Jahren später halt natürlich lächerlich ist, was wir hier haben. Aber nein, also insgesamt, wie gesagt, ein bisschen Aerodynamik ist ja am Start, wenn auch nicht dramatisch viel. Und dementsprechend fährt er sich dann auch ein bisschen angenehmer um die Kurve. Erste Jaguar ist hart. Für mich auf jeden Fall, ja, fast schon schockierend ist das Getriebe, ehrlicherweise. Das gefällt mir absolut gar nicht. Muss ich persönlich sagen. Das ist ein bisschen, sehr lang. Also klar, Le Mans, da geht es um Topspeed, aber das Problem ist halt, wenn das Getriebe zu lang ist, dann braucht es halt auch deutlich länger, bis du deine Leistung generierst. Also, ja, ich schätze mal, sie werden sich Gedanken gemacht haben. Also vielleicht hat es damals einfach gut funktioniert, aber das hat mir beim Jaguar doch deutlich besser gefallen, muss ich an der Stelle sagen. Und da müssen wir auf jeden Fall dann auch selber Hand anlegen später. Das ist ganz klar. Aber ja, ansonsten, er kommt, wie gesagt, relativ schön um die Kurven rum, für die damalige Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und auch auf der Geraden zieht er, finde ich, sehr schön voran, also trotz des langen Getriebes, wo ich der Meinung bin, wie gesagt, wenn wir es ein bisschen kürzer hätten, gerade den ersten und den dritten Gang, der zweite geht einigermaßen, dann wären vielleicht auch mal ein paar Zehntel mehr drin, aber ja, im Gesamtpaket auf jeden Fall trotzdem nicht schlecht. Und da besitzt auch hier, er kommt super entspannt um die Kurven rum, also da ist nichts von wegen Übersteuern. Wie gesagt, wir haben nur Untersteuern und das kannst du halt dann auch einigermaßen gut einschätzen. Er ist nicht ansatzweise so schwer zu fahren, wie der Jaguar letztes Mal es war.
Er kommt dann auch mit 227 km/h über die Linie. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 49,559 und ist damit dann 10 Sekunden schneller als der Jaguars war tatsächlich. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich definitiv. Aber allgemein muss man auch sagen, Rivian R1S haben wir in der Nähe. Wir haben einen VW Golf R von 2022, also den Golf 8 tatsächlich, den wir da in der Nähe haben. Beziehungsweise ist das der Golf 8? Ich weiß gar nicht, wie ich das eingetragen habe. Es müsste aber dann theoretisch gesehen doch der 8er sein. Wobei, ich kann es ja easy gegenprüfen anhand der Folgennummer. Und zwar, ja, 449, doch, das ist der Golf 8. Okay, alles richtig gemacht. Also, ja, auch hier würde ich wieder sagen, beeindruckend. Klar kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ein Golf R ist auf dem Level von dem Wagen heute. Aber ich finde einfach für diese rohe Urgewalt, die dieser Wagen ja irgendwo noch ist, es ist im Prinzip ein großer Motor, ein Chassis, was auf Leichtbau ausgelegt ist und halt irgendwo eine aerodynamisch schöne Linie haben soll, aber dabei nicht wirklich viel Downforce generiert. Also dafür muss ich sagen, ist das trotzdem eine starke Zeit. Und gerade wenn wir bedenken, wir sind hier jetzt 5 Jahre weiter gerade mal, als wir es mit dem Jaguar waren. Und wir waren sogar 10 Sekunden schneller als der Jaguar auf der Strecke. Also das zeigt auf jeden Fall den krassen Fortschritt, den man da damals wirklich gemacht hat. Das ist heute so im Motorsport nicht mehr so ganz der Fall. Also da auf jeden Fall merken wir, in was für einer interessanten Ära wir uns damals befunden haben. Memphis kann da bestimmt vielleicht in den Kommentaren was zu sagen, weil er war live dabei. Ansonsten würde ich sagen, zum Fahrverhalten, habe ich, glaube ich, alles gesagt. Deswegen gehen wir mal zum Tuning rüber. Grüße an Memphis an der Stelle. By the way, für die den Sarkasmus nicht verstehen, ist natürlich nur ein kleiner Scherz. Memphis scherzt da ja selber ab und zu mal rüber. So. Da würde ich sagen, gucken wir mal, was wir haben. Wir haben auch hier einen BMW 6-Zylinder oder einen Turbo Ready. Bitte was? Ist das jetzt so ein geheimer Code von PlayerUnknown Games mit, hey, mach mal einen Offroader draus? Identifiziere ich das richtig? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist Gold richtig, wie ich das gerade gesehen habe. Aerodynamik könnte man machen. Machen wir aber nicht, weil sieht ehrlicherweise nicht so geil aus. Klar, Weißwandreifen könnte man drauf bauen. Ich würde aber auch hier sagen, wir gehen auf die Oldtimer-Rennreifen. 235er an der Front und hinten, Halleluja, 285er. Ne, da gehen wir mal auf 265er. Genau, das passt dann, denke ich mal. Und ja, ich würde auch hier ähnlich wie mit dem Jaguar letztes Mal ein bisschen einen schlichteren Aufbau machen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, mit dem Ferrari, mit dem 512, den wir nächstes Mal dann ausfahren werden, werden wir auf jeden Fall mal ins Extreme gehen. Das ist soweit der Plan. Die Teile können wir einfach mal alle reinbauen. Stabis, farbig und so weiter, gibt natürlich immer Sinn. Überrollkäfig, hat optisch keine Änderung, deswegen machen wir den auch mal drauf. Für die Gewichtsverteilung und dann Power. Ja, können wir jetzt mal schon so auf 3,30 vielleicht gehen ungefähr, oder? Ja, okay, 3,25, das ist fein. Das hält ja ganz gut aus, hoffe ich mal. Designs bin ich jetzt gespannt. Ich habe eigentlich vor, den Wagen im Grün zu behalten. Gerne auch in diesem Grün, was wir hier haben. Das wäre ganz geil. Aber vielleicht gibt es ja wirklich ein schickes Renndesign für ihn. Mal schauen. Ja, klar, Gulf natürlich, das ist eh klar. Subtle Union Jack. Okay, also Subtle schreibt man ehrlicherweise so ein bisschen anders. Das waren halt, die Renndesigns damals waren sehr, sehr schlicht, muss man einfach sagen. Das war halt einfach nur die Zahl auf der Seite drauf und das war's. Vielleicht noch die Flagge des Landes, für das du antrittst. Das ist noch das Einzige irgendwo, was damit dazugehört. I don't know. Ich würde mir das hier vielleicht mal anschauen.
Was haben wir da? Wir haben Martini-Logo, glaube ich. Wir haben die Zahl natürlich. Wir haben die Union Jack auf der Seite. Das könnte irgendwo ganz cool sein. Der Farbton scheint mir auch der zu sein vom Standard-Design. Also ja, doch, das gefällt mir. Das ist halt so, das ist das Schlichte, was wir nehmen können auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Das will ich doch haben. Nee. Ja, doch, komm. Warum nicht? Ja, Getriebe. Halleluja. Wohin geht denn das bitte? Okay, wollen wir kurz über den fünften Gang reden? Oder lassen wir das mal? Ich glaube, erst Martin mal selber, was sie da gemacht haben. Da muss ich jetzt nicht eingreifen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, die wissen, dass das kriminell ist, was sie da angestellt haben. Ja, und der ist halt echt kaum länger als der vierte, also kann das sein, dass sie ursprünglich einen Viergang bei dem haben wollten, aber gemerkt haben, scheiße, wir brauchen noch einen fünften, um halt ein bisschen mehr Topspeed auf der Geraden rauszuholen? Ist das die Möglichkeit? Könnte das sein? Ich würde es nicht mal für unwahrscheinlich halten. Ganz ehrlich, die waren damals so pragmatisch unterwegs einfach. Es würde mich absolut nicht wundern. Aber gut. Diese Silhouette einfach. Die 50er Jahre Le Mans Rennwagen. Und das ist jetzt egal, ob wir vom C-Type reden. Vom DB1, von dem 250. GT Testarossa. Das ist ja vollkommen egal. Oder auch von der Cobra beispielsweise. Das sind einfach traumhaft schöne Autos. Also, das ist einfach eine Ära vom Motorsport. Das sieht bis heute einfach schön aus. Finde ich persönlich. Das haben nicht alle drin, tatsächlich. Also da gibt es einige Motorsport-Serien aus einigen Äras, wo ich mir denke, ja, muss nicht sein. Aber Le Mans, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, Le Mans sieht ja von Ära zu Ära wirklich grundunterschiedlich aus immer. Aber jede einzelne davon bringt in der Königsklasse geile Autos hervor. Egal, ob wir jetzt von den Wagen hier reden, dann in der GT40-Ära, Gruppe C oder die LMP-Prototypen bis heute eben die LMDHs, das ist ja vollkommen egal. Das sind geile Autos. Das sind wirklich geile Autos. Deswegen, man sollte dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ein bisschen dankbarer sein, dass man es vielleicht ab und zu ist. Meine eins eingeschlossen. Aber was da für geile Fahrzeuge teilweise hervorkommen, das ist insane einfach nur. Also ja, der fünfte Gang ist ein bisschen weird. Ich schalte bei 7,5 hoch und komme bei 7 wieder raus. Das ist ziemlich komisch irgendwie. Bremsen. Danke für die Unterstützung für die Kurve. Ja, okay. Boah, Switchback. Ey. Du hast gerade einen Sachschaden von 20 Millionen Dollar verursacht. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Das wäre so ein Spruch, wenn ich Richter wäre, würde ich den echt ab und zu raushauen bei einer Geldstrafe. Zahlen Sie bar oder mit Karte. Einfach um die Stimmung ein bisschen aufzulockern im Gerichtssaal. Ich glaube, darum geht's ja. Gerichtssaal ist ja kein ernstes Thema. Nein, nein. Absolut nicht. Aber machen wir vielleicht. Halleluja. Was sieht denn nicht in Ordnung? Wait, what?
Was ist denn das Interieur? Die First Person ist so überbelichtet. Was ist da nicht in Ordnung? Hä? Und wenn ich jetzt hier in die Motorraumansicht gehe, ist das ja gar nicht mehr dabei. Was stimmt denn da nicht? Also das muss ein Bug sein. Soweit ich weiß, fahren wir nicht auf der Oberfläche der Sonne. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich habe die These tatsächlich, dass das so ist. Boah, fast die Hütte. Die Hütte ist aber auch fies, ey. Ganz ehrlich, das ist die Rache von Oma. Ich sag, Oma gehört diese Hütte. Für die, die es nicht wissen, in Forza Horizon 3 und 4 gab es jedes Mal auf dem Boulevard Omas Garten. Das war eine Kurve. In Horizon 4 war das kurz vor der großen Brücke, vor dem Strand. In Horizon 3 meine ich kurz vor der großen Brücke, vor dem Strand. In Horizon 4 war das in Broadway drin. Der Rechtsklick im Broadway, wenn du die lange Gerade durch die Stadt durchgefahren bist, der kleine Rechtsklick Richtung Windmühle, da links der Garten. Das war immer, die beiden, das waren Omas Garten. Die ist dann von Australien nach Großbritannien geflüchtet. Wir haben mit der Weite den Garten kaputt gemacht. Augenscheinlich. Und jetzt ist sie wohl auch in Mexiko. Und dieses Mal hat sie aber tatsächlich wohl vor, Rache zu üben. Und hat deswegen diese Hütte dahingestellt. Weil du da wirklich häufig reinfährst. Und dann hast aber du ein Problem. Und nicht sie. Also, ich sag euch, das ist tatsächlich sehr wild. Aber irgendwann werden wir sie finden und werden Donuts in ihrem Garten drehen. Schon wieder. Die Problematik ist halt, ich fahre Goliath in Forza Horizon 5 zu selten. Ich bin es, glaube ich, zweimal gefahren. Sodass selbst wenn hier Omas Garten existieren würde, ich wüsste nicht, wo er ist. Das ist ein bisschen schwierig an der Sachlage. Easy. Nur bedingt Lockup. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt fahren wir ja gegen einige andere Fahrzeuge auch noch. Also gegen ganz, ganz andere Klassen. Und ich habe schon gegen die Le Mans Rennwagen mich schwer getan. Also, boah, mal schauen, was wir hier jetzt haben. M2 Taycan? Ist das da vorne ein Taycan? Nee, ist es nicht. Gut, Supra. Interessant auf jeden Fall. Okay, ich habe halt auf jeden Fall einen Gewichtsvorteil gegen die meisten Fahrzeuge. Gegen den Ariel davon jetzt nicht, aber gut, der hat Offroad-Reifen. Der hat in der Kurve andere Schwierigkeiten. So, einmal durch da. Ich fände es auch cool, wenn der neue Panamera reinkommen würde. Den würde ich ja fühlen. Der ist ganz geil eigentlich. Der geht optisch so ein bisschen mehr in die Richtung vom allerersten Panamera, finde ich. Aber halt auf die moderne Designsprache von Porsche übertragen. Also das wäre ganz geil, wenn der reinkommen würde. Wobei, wenn wir ehrlich sind, wir haben so ein krasses Porsche-Lineup, was ich glaube, was da aktuell noch fehlt, ist der GT3 RS. Der neue, eventuellen Turbo. Den finde ich noch ganz geil, der Turbo S. Wobei ich bei dem anzweifle, dass er kommt, ehrlicherweise, was ich schade finde, weil der ist optisch wunderschön, finde ich. Aber nein, also ich denke mal, also GT3 RS wird kommen, hundertprozentig, die Frage ist nur wann. Eventuell mit dem Nordschleifen-Update in Motorsport, wann auch immer das kommt. Und dann haben wir ja ein beeindruckendes Porsche-Lineup. Also dann geht's ja, ich denke mal, dann ist es wirklich nur noch daran, halt ein paar Modelle mal zu modernisieren, zu updaten. Und da wird ein Panamera dann eventuell auch vorne dabei sein. Weil der Panamera, den wir hier haben, der ist ja in Forza Horizon 3 damals reingekommen. Also ich denke mal schon, dass wenn wir von einem Wagen eine neue Variante bekommen werden, dann wird es wahrscheinlich der Panamera als erstes sein. Kann ich mir gut vorstellen. Fände ich aber, wie gesagt, ganz cool. Ich mag den Panamera. Ist ein geiles Auto.
holt mich auf jeden Fall sehr ab, wenn ich den immer wieder sehe. Vielleicht kommt er ja auch bei der Panamera als E-Hybrid rein. Gibt's ja auch, also fände ich auch charmant. Halt nicht einfach 1:1 updaten, sondern halt eine andere Variante reinbringen, ganz ehrlich. Kann man machen. Weil dann kannst du auch den alten drin behalten, finde ich, wenn es halt nicht die gleiche Variante ist. Das wäre für mich beim Cayenne beispielsweise so das Ding gewesen, den alten gern drin behalten und den neu dann halt zum Cross-Coupé umrüsten. Das wäre doch cool gewesen. Aber ja, haben sie leider nicht gemacht. Da würde ich aber sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe hier mit dem Aston Martin gewesen, der wieder auch sehr viel Spaß gemacht hat zu fahren auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!